was zählt, das ist der Kuss am Morgen. Was zählt, ist, was uns Lachen lehrt. Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Kleinkärnten gibt es zweimal im Jahr eine Kindersegnung. Ja, die Kindersegnung ist für unser Krankenhaus ganz was Wichtiges, nämlich den Kontakt wiederherzustellen zwischen den Eltern, die vor einigen Wochen oder Monaten bei uns entbunden haben, mit den Geburtshelfern, mit den Ärzten und Hebammen. Und das auch sozusagen diese Rückbindung an das Krankenhaus, weil viele Familien sind ja da nicht mit dem sozusagen jüngsten Neugeborenen, sondern auch mit den anderen Kindern, und das freut uns immer. Die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit an der Glan ladet dabei alle Familien, die in den letzten 6 Monaten ihr Kind hier zur Welt gebracht hatten, ein. Wir gestalten die Kindersegnung zweimal im Jahr und laden jeden persönlich ein, und sie wird sehr gut in Anspruch genommen. Für mich natürlich auch, man sieht die Wachstumsfortschritte, der Austausch, wie es die Eltern in die ersten Wochen, Monate, Zeiten ergangen ist, und das ist immer wunderschön. Also ich finde, das ist wirklich eine tolle Idee, dass das Krankenhaus heute anbietet. Also ich bin der Meinung, dass die Kinder so oder so gesegnet werden sollen. Wir haben erst voriges Wochenende die Taufe gehabt, und ich finde, das ist halt einfach noch einmal wichtig. Ja, für mich ist es eine Faszination, weil ich einfach sage, man kann den Dank noch einmal den Hebammen entgegenbringen, was sie da für Arbeit leisten, weil es einfach nicht selbstverständlich ist. Bekanntlich gibt es nach der Geburt eines Kindes für Mama und natürlich auch für den Papa eine ganze Reihe an Glückwünschen und Gratulationen. Ein frisch geborenes Baby ist wohl für alle Eltern ein Geschenk des Himmels. Dementsprechend passend ist dabei die Kindersegnung. Hier bist du willkommen, keiner ist so klein. Hier bist du ernst genommen, genau so soll es sein. Und wir als sozusagen Eltern, Familie, bringen die Kinder zu Gott, um ihm zu sagen: Danke Gott, dass du uns die Kinder geschenkt hast. Man sagt, eine Gabe ist eine Aufgabe. Gott gibt uns die Kinder, ist eine Gabe, und unsere Aufgabe ist, dass wir die Kinder zu Jesus bringen, wie er es im Evangelium sagt: Lass die Kinder zu mir kommen. An die 700 Geburten im Jahr gibt es im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan. Wir durften die Geburtenstation mit Kamera und Mikrofon besuchen. Dort trafen wir dann auch die gebürtige Labandalerin Manuela Drescher mit ihrem vor 3 Tagen geborenen Sohn Konstantin. Ja, momentan wohne ich in Klagenfurt, und ich wollte absichtlich ein Krankenhaus nehmen, das was etwas kleiner ist, sage ich jetzt einmal. Und ich habe gehört, in St. Veit soll die Betreuung recht gut sein, vor allem im Wochenbett, das was mir eigentlich recht wichtig ist. Wir verstehen unsere Geburtshilfe als eine Erfahrung oder ein selbstbestimmtes Geburtserlebnis für die werdenden Mütter, und auch mit dem Hintergrund der modernen Medizin, die sich aber sehr weit in den Hintergrund hält. Wir haben eine Größe, die so groß ist, dass man halt alles bieten kann, was man braucht, und trotzdem wirklich sehr übersichtlich und sehr familiär arbeiten kann. Wir kennen, und das war ich aus Deutschland nicht gewöhnt, wir kennen definitiv alle unsere Patientinnen, bevor sie in den Kreislauf kommen. Und das schafft natürlich Vertrauen, schafft Sicherheit und es schafft auch Qualität. Eine Geburt nimmt im Leben einer Frau und wohl auch im Leben eines Mannes einen ganz besonderen Platz ein. Mama und Papa zu werden, ist eben etwas ganz Besonderes. Dementsprechend wichtig ist dabei das Vertrauen in die Geburtenstation, wie hier in St. Veit an der Glan. Die Frauen kommen im Rahmen der geburtshilflichen Untersuchungen auch ins Kreiszimmer. Wir stellen unser Angebot vor. Auch die Hebammenberatung ist möglich, bei uns zu kontaktieren. Das heißt, in der 18. bis 22. Schwangerschaftswoche. Die Frauen bekommen die Information über Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, gesundheitsfördernde Maßnahmen. Auch danach ist das Angebot Geburtsvorbereitung, Schwangeren-Yoga und geburtsvorbereitende Akupunktur, was ganz gut in Anspruch genommen wird. Die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan. Nicht nur ein Ort, wo Babys das Licht der Welt erblicken, es ist auch ein Ort, wo man 6 Monate später zu einer einzigartigen Kindersegnung geladen wird. Was zählt, wird jeden Tag geboren. Was zählt,
ist viele Tränen wert.